Herzlich willkommen und Servus zur Intro-Episode meiner neuen Serie, die Messi Coach to Glory. Was ihr euch darunter vorstellen könnt, mit welchem Verein wir als erstes anfangen, all das klären wir in diesem Video. Wenn ihr Bock auf die Serie habt, lasst schon mal ein Like da. Ihr dürft nämlich direkt am Ende dieser Episode noch was entscheiden. Und zwar stelle ich euch als erstes jetzt mal das Konzept und die Philosophie und ein paar Regeln zu dieser Serie vor. Und dann stelle ich euch noch drei Vereine vor. Die habe ich jetzt schon mal als Kommentar in die Kommentare geschrieben. Und da dürft ihr dann am Ende der Episode abstimmen, welchen Verein wir als erstes übernehmen. Wartet am besten, wie gesagt, mit dem Abstimmen zum Ende, dass ihr auch alle drei Vereine gesehen habt und die Gründe, warum ich die Vereine rausgesucht habe. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt direkt mal zum Konzept. Da braucht ihr mein Gesicht jetzt nicht dafür. Es ist natürlich eine ganz normale Coach to Glory, nur dass wir eben Messi in der ersten Saison von einer Spielerkarriere zurücktreten lassen und dann eins der Jobangebote annehmen. Der Anfang ist entweder in Spanien, Italien oder Frankreich. Wie gesagt, die Teams stelle ich euch nachher noch einzeln alle vor. Teamwechsel werden natürlich auch durchgeführt. Das ist ja der Sinn einer Coach to Glory. Teamwechsel nach einer, zwei oder drei Saisons, je nachdem, was das Team so hergibt und eben was wir so erreichen wollen mit dem jeweiligen Team. Mit Messi wollen wir auf jeden Fall Barcelona erreichen. Das ist das große Ziel, das ist das große Finale am Ende. Ein bis zwei oder drei Saisons, je nachdem, wie viel Spaß es macht und wie lange es dauert, Barcelona auf die Beine zu bringen. Dann einfach mal diesen Verein, der Messi geprägt hat und den Messi auch geprägt hat, mit Messi zu übernehmen und dann wieder zu einem glorreichen Champions League-Sieg zu führen. Das Ganze wollen wir machen im 4-3-3 oder im 4-3-2-1. Dieses System wollen wir in jedem Team, in das wir reinkommen, integrieren. Wir wollen dribbelstarke Flügelspieler, wir wollen Ballbesitzfußball spielen, so wie es die Hochzeiten von Barcelona im Tiki-Taka gemacht haben und natürlich auch mit offensiven Außenverteidigern spielen. Dieses Spielsystem ist einfach genau das, mit dem Messi am besten vertraut ist und das, was Messi dann auch am besten an seine Spieler weitergeben kann. Es gibt aber auch nicht nur strikte Regeln, was die Spielphilosophie angeht, sondern es gibt auch strikte Regeln, was Messis Transferphilosophie angeht. Natürlich ganz klar an erster Stelle Spieler aus dem Land der Karriere. Das heißt, wenn wir ein französisches Team übernehmen, dann natürlich auch Franzosen zu holen. Wenn wir ein italienisches Team übernehmen, dann natürlich Italiener holen und so weiter. Aber ganz wichtig ist natürlich auch Argentinier zu Messi ins Team zu holen. Das ist einfach seine Nation. Vielleicht übernehmen wir später auch die Nationalmannschaft. Das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr da so sehen wollt. Und wir wollen natürlich generell dann auch südamerikanische Talente in das Team holen, das Messi gerade betreut und dann auch einfach zu Weltstars formen. Zu guter Letzt noch Regents von Messis Teamkollegen, natürlich so Busquets, Jordi Alba etc. Das sind alles gute Mitspieler von Messi gewesen, jahrelange Mitspieler von Messi, wahrscheinlich auch einfach gute Freunde von Messi und deren Regents wollen wir dann auch in die Teams immer holen. Das sind die drei Regeln für die Transfers, da will ich auch relativ strikt dabei bleiben. Also jetzt nicht groß außerhalb denken. Ich glaube, in den ein oder anderen Karrieren können wir dann auf andere Transfervorschläge aus anderen Ländern auch noch eingehen, aber hier möchte ich es wirklich mal sehr strikt auf Südamerika, die Länder der Karriere und Messis Teamkollegen halten. Zu guter Letzt noch das Jugendscouting, da wollen wir natürlich ganz klar wie beim Transfermarkt auch auf das Land der Karriere achten, natürlich auf Argentinier achten, die sich von Messi fördern lassen können, aber wir wollen auch ähnlich wie bei den Transfers an Ex-Mitspieler von Messi denken, dieses Mal an Ex-Mitspieler, die eben nicht mehr in FIFA sind und die dann einfach so gut es geht, nämlich replizieren. Zum Beispiel jetzt in der ersten Saison würde ich gerne nach einem Stürmer aus Kamerun suchen, weil Eto'o natürlich einer der Spieler ist, die am besten an Messis Seite aussahen und am meisten an Messis Seite gespielt haben. Das sind jetzt so ungefähr die Regeln, die ich gerne einhalten würde. Das ist das Konzept dieser Karriere. Wie gesagt, ich hoffe, ihr seid richtig heiß drauf. Ich habe da brutal Bock. Ich habe diese Idee seit 2 Monaten im Kopf und bin richtig heiß drauf, die Idee jetzt so auszuführen, wie ich euch sie gerade präsentiert habe. Und wo wir gerade bei Präsentieren sind, jetzt muss ich euch natürlich auch noch die Teams präsentieren. Angefangen mit Rayo Vallecano. Rayo Vallecano ist im Moment 7. in La Liga. Das ist als Aufsteiger für diese Liga wirklich ein absolutes Ausrufezeichen. Sie haben dadurch, dass sie Aufsteiger sind, auch die meisten La Liga-Debütanten im Jahr 2021-2022. Das heißt, ganz wenig Erfahrung im Kader. Oder besser gesagt, ganz wenig La Liga-Erfahrung im Kader. Dazu passend auch ein 3,3 Millionen Transferbudget. Also sie sind ordentlich knapp bei Kasse. Das Gute an Rayo Vallecano ist, sie haben ein echtes Stadion. Das heißt, man müsste nicht im Waldstadion zocken, sondern man hat wirklich ihr echtes Stadion.
Stadion drin. Ein weiterer Punkt für Rayo Vallecano, das sieht man an den Trikots, falls ihr sie gerade im Kopf habt, dieses weiße Trikot mit dem roten Querstreifen. Sie sind große Sympathisanten für den Verein River Plate, danach ist das Trikot auch designt. Und dazu passt auch, dass die Nationalität, die am häufigsten vertreten war in der Geschichte von Rayo Vallecano, die nicht spanisch ist, also nicht einheimische Spieler, war Argentinier und das mit ganz großem Abstand. Argentinier stehen nämlich in dieser Tabelle auf Platz 1 mit 35 Spielern und auf Platz 2 folgt Brasilien mit nur 10 Spielern. Also Rayo Vallecano und argentinische Spieler, das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge. Und wenn wir uns jetzt die Mannschaft angucken, dann sieht die beste Elf im 4-3-2-1 oder 4-3-3, je nachdem wie man es nimmt, 1-1 so aus. Falcao vorne drin ist natürlich interessant, ein TK über rechts. Ansonsten sehr viele Spieler einfach im mittleren 70er-Bereich. Also ein Team, das jetzt nicht direkt oben mitspielen kann. Daher eigentlich das perfekte Team für den Einstieg von Lionel Messi. Und dann möchte ich euch natürlich auch noch ein paar interessante Spieler vorstellen. Ich habe die jetzt einfach mal hier auf die Bank gepackt und zwar 5 Stück. Falcao ist natürlich der erste Name, der ihm einfällt. Mittlerweile 35 Jahre alt, hat für Rayo Vallecano das Comeback in La Liga gefeiert und spielt auch eigentlich eine ganz gute Saison. Ein weiterer, etwas älterer Spieler ist Bebe, war früher mal ein absoluter Flop bei Manchester United und hat sich dann einfach immer mal wieder irgendwo rumgetrieben. Wäre natürlich auch interessant, ob man ihn vielleicht wieder auf ein ganz gutes Level heben kann. Wer auf jeden Fall auf ein gutes Level kommt, ist hier Randy Inteca. Ein absolutes Monster. Hat super ausgeglichene Stats, hat auch schon in Ultimate Team einen Silverstar bekommen und ist ein richtig guter Stürmer. Könnte man theoretisch auch zum Außenspieler machen. Und dann kommt hier das nächste Top-Talent. Fran Garcia, ein richtiges Talent, wie gesagt. 90 Tempo, also ein richtig offensiver Außenverteidiger kann das werden. Mit seinem richtig guten Dribbling. 21 Jahre erst alt, super klein. Erinnert so ein bisschen an Jordi Alba. Und der letzte, auf den man so ein bisschen gucken kann, ist natürlich hier Martin. Ein linksfüßiger Stürmer aus Spanien, 21 Jahre alt, also nochmal so ein Talent, das man zumindest auf die Bank mal packen kann. Das war jetzt also der Case für Rayo Vallecano. Wir gehen weiter zum nächsten Team, das zweite Team, diesmal aus Italien, und zwar FC Venedig. Und Venedig ist natürlich ein richtig interessantes Team für den Karrieremodus. Sie waren auch Teil unseres Videos, die Top 5 Teams für den FIFA 22 Karrieremodus. Da haben wir sie euch auch schon vorgestellt. Sie sind im Moment in echt 17. von 20 Mannschaften in der Serie A. Sie sind natürlich auch Aufsteiger und sehr knapp bei Kassel. Ein 4 Millionen Budget beweist das. Trotzdem sind sie sehr interessant, auch ohne echtes Stadion, weil sie halt die geilsten Trikots im Weltfußball zurzeit haben. Die sehen wirklich richtig gut aus. Und auch bei ihnen ist so, dass Argentinien die Nationalität war, die meisten Spieler gestellt hat, die nicht aus dem eigenen Land kamen. Also an erster Stelle natürlich Italiener im Verein, an zweiter Stelle kommt schon wieder Argentinien. Also auch wieder eigentlich ein sehr guter Verein für Messi zum Einsteigen. Und bei ihnen sieht die stärkste Mannschaft, die man aufs Feld stellen kann im 4-3-3 wie folgt aus. Das Mittelfeld ist natürlich der interessanteste Mannschaftsteil, Cuisance, Ampadu und Busio. Ansonsten sehr viel, das man besser machen kann. Romero im Tor ist der einzige Argentinier, der im Moment im Kader steht und gleichzeitig auch der beste Spieler. Wie gesagt, aber die wirklich interessanten Spieler sind hier auf der Bank Cuisance, Ampadu, Busio und Tessman. Das sind so die jungen Talente. Ampadu ist leider nur ausgeliehen. Der nächste interessante Spieler, der hoffentlich ins Spiel kommt, bevor ich diese Karriere startet, ist Nani. Ich habe gerade versucht, ihn hier reinzumachen. Er ist nicht mehr bei Orlando City im Kader und er ist auch gerade nicht bei Venedig, obwohl er da unter Vertrag steht. Ich hoffe, EA fixt das einfach jetzt relativ schnell und so, dass wir auch, falls ihr euch für Venedig entscheidet, mit ihm in die Karriere reinstarten können. Jetzt aber erstmal noch das letzte Team, das ich euch vorstellen wollte, Girondins Bordeaux. Bei Bordeaux läuft es gerade in echt wirklich überhaupt nicht gut. Die sind Vorletzter in Ligue 1, haben eine super Defensive, hatten schon 30 Tore geschossen, haben aber eine katastrophale Defensive mit 50 Gegentoren. Eigentlich sind sie aber so ein schlafender Riese. Sie waren 2009, 2010 das letzte Mal in der Champions League. Das weiß ich noch, als sie gegen Olympique Lyon gespielt haben. Da kamen sie bis zum Viertelfinale. Danach kam aber gar nichts mehr von diesem Club. Sie haben trotzdem noch einen 9,2 Millionen Budget für den FIFA 22 Karrieremodus. Das heißt, mit ihnen kann man schon den ein oder anderen Einkauf auch tätigen. Ne? Und ich habe jetzt bei den anderen zwei Teams schon gesagt, die Nation, die am meisten vertreten ist außerhalb der eigenen, ist Argentinien. Bei Bordeaux ist es so, da ist Argentinien auf Platz 2. Also immerhin noch auf dem Podium. Das heißt, es gibt genug Beispiele für Argentinier im Bordeaux-Trikot. Das heißt, Messi wird sich auch da wohlfühlen. Und so würde dann Messis System, das 4-3-3 oder 4-3-2-1 bei Girondins Bordeaux in der besten Form aussehen. Ein paar interessante Spieler, ein paar Namen, die man auf jeden Fall kennt, aber auch wieder da sehr viel
Potenzial, um die Mannschaft zu verbessern. Hier wieder die interessantesten Spieler aus dem Kader, natürlich Laurent Koscielny. In echt ist er aus dem Kader gestrichen worden oder aus der Mannschaft geworfen worden fast. Hat mittlerweile das Alter 35 erreicht, also er wird nicht lange hier dabei sein, aber vielleicht könnte man so eine kleine Renaissance für ihn einleiten. Ne? Dann kommen noch hier die zwei besten Talente, die im Kader stehen, Adli und Pembele, beide aber leider nur ausgeliehen. Adli von Mailand, Pembele von Paris Saint-Germain. Und dann kommen wir hier mit Maya und natürlich Mara zu den besten Talenten, die selber von Bordeaux im Kader stehen. Vielleicht noch interessant, ein Bayern Young, der war ganz lange ein Spieler mit sehr viel Potenzial im Karrieremodus, hat das mittlerweile leider verloren, hat nie die Karriere erreicht, die er hätte erreichen können, wenn man sein Potenzial geglaubt hat. Aber ihr seht schon, der Kader insgesamt einfach ausbaufähig und eigentlich auch wieder ein perfekter Einstieg für Lionel Messi. Ihr habt jetzt alle drei Teams vorgestellt bekommen, ihr könnt jetzt die Wahl haben, ihr könnt jetzt wählen in den Kommentaren, liked einfach den Kommentar nach oben mit dem Team, das euch am besten gefällt. Ich bin hyped auf die Karriere, ich hoffe ihr auch. Ich wollte am Dienstag anfangen, das heißt schaut da gerne vorbei, wenn dann die erste Episode online kommt mit hoffentlich dem Team eurer Wahl. Und dann würde ich sagen, lasst gerne noch ein Like auf dem Video da, lasst auch gerne noch ein Abo da, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Schaut mal bei unserer anderen Karriere vorbei und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim anderen Video wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been hypnotized.